Die Baufinanzierung zu wechseln, das ist richtig teuer. Mit den Argumenten versuchen die Hausbanken euch gerne zu halten und euch so ein bisschen Angst davor zu machen, die Bank zu wechseln. Aber ist das wirklich so teuer, eure Baufinanzierung umzuschulden, zu einer neuen Bank, zu einer günstigeren Bank zu gehen? Was das genau kostet, was da auf euch zukommt, das beleuchten wir heute in diesem Video. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Ganz grundsätzlich kann ich erstmal sagen, der Wechsel von der Bank in der Baufinanzierung ist für euch super einfach und simpel. Ich habe da vor einigen Wochen mal ein Video zu gemacht, da ist der genaue Prozess detailliert erklärt, das heißt, was ihr zu tun habt und was im Hintergrund bei der Bank passiert. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch dieses Video gerne mal an, das verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox und auch gerne nochmal in der Endcard. Heute schauen wir uns aber an, was kostet euch denn der Wechsel eurer Baufinanzierung. Erste gute Nachricht, ihr müsst in der Regel nicht nochmal zu einem Notar gehen. Die Grundschuld, also natürlich braucht auch die neue Bank eine Grundschuld, aber die wird eben nicht neu eingetragen, sondern die neue Bank übernimmt die Grundschuld von der bisherigen Bank. Also die Grundschuld, die wird abgetreten, so nennt sich das. Eine Abtretung wird zwar auch beim Grundbuch vermerkt, also im Grundbuch eingetragen, aber der Vorteil ist, die neue Bank kann das für euch regeln. Also ihr müsst da nicht selbst aktiv werden, sondern das kann alles die neue Bank für euch abwickeln. Gleichzeitig, ich meine, natürlich ist es so, und da kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen, weil darum geht es ja in diesem Video, wird so eine Abtretung auch Geld kosten. Und diese Kosten, die werden euch in Rechnung gestellt. Aber eine Abtretung von der Grundschuld, die ist eben deutlich günstiger als eine Neueintragung und in keinster Weise vergleichbar mit den Kosten, die ihr damals hattet, als ihr die Baufinanzierung neu abgeschlossen habt. Damals hattet ihr ja auch die Kosten beim Notar für den Kaufvertrag in der Regel, die Neueintragungskosten beim Grundbuchamt und beim Notar für die Erstellung dieser Grundschuldbestellungsurkunde. Also alles deutlich teurer als diese einfache Abtretung von der Grundschuld. Was heißt günstiger? Pauschal kann man sagen, pro 100.000 Euro eingetragener Grundschuld habt ihr da Kosten von ungefähr 150 Euro. Wenn ihr es jetzt aber ein bisschen genauer haben wollt, habe ich einen Tipp für euch. Und zwar auf meiner Website habe ich einen Rechner. Da könnt ihr eure Daten von eurer Grundschuld eingeben und könnt damit ganz fix berechnen, welche Kosten für diese Grundschuldabtretung auf euch zukommen werden. Ich habe noch mehr Rechner, also ihr könnt euch auch durchaus ausrechnen, was eine Neueintragung kosten wird. Schaut gerne mal vorbei. Den Link, den schreibe ich unten nochmal in die Infobox wie gewohnt. Da könnt ihr dann einfach mal draufklicken und könnt euch das selbst konkret für euren Fall mal durchrechnen. Und ihr werdet sehen, die Kosten, die sind im überschaubaren Bereich. Und wenn ihr jetzt mit der neuen Bank deutlich günstiger kommt als mit der bestehenden Finanzierung oder mit dem Angebot, was euch die aktuelle Bank eben bietet, dann lohnt sich das trotzdem und ihr habt diese geringen Kosten sehr schnell wieder raus. Übrigens, meistens ist es so, dass die neue Bank auch die komplette Grundschuld abtreten lassen wird. Auch wenn ihr natürlich mit eurem Restbetrag des Darlehens deutlich geringer seid als die Grundschuldhöhe, weil die wurde damals ja mit dem ursprünglichen Darlehensbetrag eingetragen. Warum wird das so gemacht? Auch das hat Kostengründe zu eurem Vorteil. Weil natürlich habt ihr die Möglichkeit zu sagen, also der neuen Bank zu sagen, ich möchte nur einen gewissen Teil der Grundschuld abtreten und zwar nur der Teil, der noch offen ist. Also der Teil, den ich auch über euch, also über die neue Bank finanziere. Also angenommen, ihr hattet ursprünglich mal 500.000 Euro Darlehen, stehen 500.000 Euro im Grundbuch. Jetzt mit Ablösung habt ihr nur noch 300.000 Euro offen, dann könntet ihr natürlich sagen, ich möchte auch nur eine Grundschuld über 300.000 Euro abtreten. Das geht. Macht aber in der Praxis wenig Sinn, weil es für euch deutlich teurer ist. In dem Fall ist es so, dass eben nicht die komplette Grundschuld einfach abgetreten wird, die 500.000 Euro, sondern es müssen drei Schritte erfolgen. Erstmal die Grundschuld, die bestehende, muss geteilt werden. Der eine Teil, der muss gelöscht werden und der andere Teil, der muss abgetreten werden. Sprich, statt einen Schritt, Abtretung von 500.000 Euro, haben wir drei Schritte, Teilung, Teillöschung, Teilabtretung. Und das ist final einfach teurer. Von daher meine Empfehlung, lasst
die Grundschuld komplett abtreten. Das ist standardmäßig bei den Banken auch so der Fall. Das ist für euch günstiger. Und die Bank hat ohnehin die Rechte nur in Höhe von der Restschuld des aktuellen Darlehens. Also auch wenn die 300.000 Euro, die noch offen sind, jetzt jedes Jahr ein bisschen weiter sinken, getilgt werden, dann darf die Bank natürlich immer nur das aus der Grundschuld auch verwerten, was ihr der Bank schuldet. Ich hoffe, ich konnte alle Unklarheiten beseitigen, konnte euch auch so ein bisschen die Angst vor einem Bankenwechsel nehmen. Ein Vergleich lohnt sich allemal, wenn ich euch dabei unterstützen darf. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ich berate euch gerne persönlich. Mein Kontaktformular, das findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann machen wir einen Videocall-Termin aus und wir gucken einfach mal, wie eine Anschlussfinanzierung bei euch aussehen könnte und ob ihr da Geld spart oder nicht. Wenn ja, lohnt sich der Wechsel, ihr entscheidet. Alles kostenfrei und natürlich unverbindlich. Genauso kostenfrei und unverbindlich ist ein Abo auf meinem Kanal. Damit unterstützt ihr mich und garantiert einfach weitere interessante Videos zum Thema Baufinanzierung. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.